Bone by bone, I honor you. Bone by bone, I honor you. Bone by bone, I honor you. I lay you down for all that you've been through. I lay you down and promise to remember you. Hallo zusammen, heute vor Jul mal ein bisschen anderes Video. Es geht darum, ein paar Menschen, die in den vergangenen 12 Monaten von uns gegangen sind, so etwas wie einen Nachruf zu erstellen, weil es sind alles Menschen, die auf ihre ganz eigene Art und Weise sich verdient gemacht haben für das Heidentum. Und das soll hier in diesem Video ein bisschen gewürdigt werden. Asatorokutor Yassasuna Beortonar Fasirtruta Velitavin Avadrotin Asvin Vertomir Raititi. Einer war ein Heide durch und durch. Wenn am Kultfeuer gesungen wurde, dann ging ihm das Herz auf. Wenn er die Trommel für Trancereisen schlug, dann war er in seinem Element. Und seine Götteranrufungen tönten gewiss bis nach Asgard. Manchen Menschen weben die Nornen seltsames Wirt, und Einars Lebensfaden war schon früh mit Knoten versehen. Verhedderungen folgten, Zerfransungen. So richtig glatt war es offenbar nie gelaufen, wenn man ihm mal von sich von früher erzählen hörte. Dann, als junger Mann, gerade 20, fand Einar zum Heidentum, und schon bald war ihm klar, dass er den Weg der Priesterschaft gehen wollte. Dies wurde sein roter Faden, den er bis zum Ende nicht mehr losließ. Sein Leben wollte er den Göttern widmen, Mutter Erde und den Menschen, denen all dies wie ihm am Herzen lag. 18 Jahre lang war er in der heidnischen Gemeinschaft in Berlin aktiv und über viele Jahre leitete Einar kraftvolle, heilige Feste. Verbunden mit den Göttern, im Einklang mit der Natur, gemeinsam mit Gleichgesinnten, das war der Platz, an dem er sich zu Hause fühlte. Beortonar Fasirtruta Velitavin Avadrotin Asvin Vertomir Raititi Asatorokutor Yassasunar Beortonar Fasirtruta Velitavin Avadrotin. Seinen Platz in der Alltagswelt dagegen suchte er lebenslang, vergeblich. Denn Gode ist in unserer derzeitigen Welt kein Beruf, der eine Existenz sichern kann. Und je älter einer wurde, desto weniger war er bereit, einen Broterwerb auszuüben, der seinen hohen ethischen und ökologischen Idealen nicht entsprach. Umweltverschmutzung, Ausbeutung, Ressourcenverschwendung. Er konnte und wollte sich nicht damit abfinden, dass Mutter Erde der menschlichen Bequemlichkeit geopfert wird. Er selbst zog seine geradezu spartanische Lebensweise konsequent durch. Er wollte nach eigenen Worten die Erde so wenig wie möglich mit seiner Anwesenheit belasten. Das war für ihn als Heide Ehrensache, denn wie kann man herzlich das Horn auf Frigg, auf Njörd und auf Odin heben und gleichzeitig Dinge tun, die die göttliche Natur verpesten? Die Gedankenlosigkeit der Konsumgesellschaft machte ihn zunehmend zornig. Doch seinen Zorn behielt er fast immer für sich. Ein freundlicher Mann war er, stets hilfsbereit, niemals grob, und man konnte herrlich mit ihm lachen. Seinen Sinn für Humor verlor er nie, trotz seiner Depressionen. Er nannte sie Traurigkeit, und diese Traurigkeit zeigte er, wie auch den Zorn nur wenigen. Einer, das bedeutet der, der alleine kämpft. So erklärte er seinen Namen. Und auch wenn man ihn im Außen selten kämpfen sah, so kämpfte er doch seit Jugendzeit unentwegt im Innern gegen die Riesen seiner Traurigkeit. Das fraß viel Kraft, das zehrte ihn auf, da blieb wenig und immer weniger übrig.
zu wenig, um all das zu tun und zu bewirken, was er als seine höhere Aufgabe sah. Ich selbst traf Einar das erste Mal in Berlin auf der Langen Nacht der Religionen 2016 sowie auf dem im Anschluss erstmals stattfindenden Berliner Heidentag, ohne zu wissen, dass er am Ende desselbigen Jahres noch aus dem Leben scheiden würde, filmte ich Einar im Kreise der Gemeinschaft und seiner Freunde. Die Regenbogenbrücke von Midgard, die Götterwelt, bewacht. Und er hat ein großes Horn, ein Rufhorn. Wenn das Weltenende naht, wird er es blasen und damit das Ragnarök, das Weltenschicksal, einleiten. Aber er ist gleichzeitig auch derjenige, den wir um Schutz und Achtsamkeit in unserem Leben anrufen können. Und das werden wir heute Abend hier tun. Ja, während Heimdall sein Name bedeutet so viel wie der die Welt beleuchtet, gelangen wir zu Freya. Sie verkörpert den Fülle-Aspekt des Mondes. Am 8. Dezember 2016 verließ Einar diese Welt. Er wurde nur 38 Jahre alt. Ein kurzes Leben. Und doch ein langes, gemessen an der Dauer der Qualen, die er im Inneren litt. Eine grausame Erkrankung nannte er die chronische Depression. Gemäß seinem letzten Willen haben wir Einars Kultgegenstände dem Julfeuer übergeben, auf das sie wieder zu ihm finden, in einer anderen Welt. Sein leuchtend rotes Gewand, sein Wolfsstab, seine Runen, seine Masken. Das Begräbnis seiner Asche fand im Januar statt. Im Friedwaldbereich eines städtischen Friedhofs verabschiedeten wir diesen besonderen Mann mit einem heidnischen Ritual, mit Gesang, mit einem Horn auf ihn und auf die Götter. So viele Menschen, Heiden und Nichtheiden, trotzten stundenlang Kälte und Schneeregen, um Einar gebührend die Ehre zu erweisen. Und wenn wir Einar über seinen Tod hinaus ehren wollen, dann sollten wir es nicht dabei belassen, ab und zu ein Horn auf ihn zu trinken. Wir erweisen Einar die Ehre, indem wir uns nicht nur für bedingungslose Liebe, sondern auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen, damit in Zukunft auch Menschen, die nicht plangemäß funktionieren, ein ehrbares Leben führen können, ohne sich als Randfiguren und Bittsteller fühlen zu müssen. Und wir erweisen Einar die Ehre, indem wir miteinander reden und einander zuhören. Lasst die Dinge, die eure Herzen bewegen, nicht verstauben. Redet über das Schwere, wenn es notwendig ist. Und ja, so oft es geht, auch über das Schöne, das Strahlende. Redet über eure Visionen und Ziele, denn nur so können sich Gleichgesinnte finden.
Wir erweisen einer die Ehre, wenn wir Kreise bilden. Redekreise, Arbeitskreise, Heilkreise. Der Gedanke des Kreises war ihm sehr wichtig. Der Kreis ist eine Form, in der jeder jeden sieht. Einer hätte sich mehr davon gewünscht. Mögen wir es besser machen. Und wir erweisen einer die Ehre, wenn wir die Götter auch über die Kultfeste hinaus in unser Leben und in unsere Herzen lassen. Wenn wir ihnen lauschen, ihnen in der Natur begegnen, sie in der Kunst oder auf Trommelreisen suchen. Ja, und nochmal, achtet Mutter Erde und schützt sie. Vermeidet Müll, konsumiert weniger, fahrt mehr Fahrrad. Denn einer hat diese Welt geliebt. Und wir erweisen ihm die Ehre, indem wir unseren Teil dazu beitragen, dass Midgard ein besserer, sichererer und liebevollerer Ort wird. Heil dir einer, Gode, Gefährte. Mögest du den Göttern jetzt näher sein. Und all jene, die du berührt hast, tragen dich weiter in ihren Herzen. Bernd Hicker, alias Torbern, verstarb am 13.04.2017 im Alter von 69 Jahren. Bernd war zweifellos eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Rahmen der Wiederbelebung des germanischen Heidentums. Viele Heiden der ersten Stunde und frühen Wegbegleiter kannten ihn als einen kämpferischen Mann, der sich unermüdlich für die Rechte der Menschen einsetzte. Nicht nur für gläubige Heiden, abseits der Amtskirchen, auch für sozial Benachteiligte. Nachdem er lange Zeit selbst obdachlos war und auf der Straße gelebt hatte, gelang es ihm, sich aus dieser Lage zu befreien. Diese Erfahrungen führten dazu, dass er sich in Folge viele Jahre lang aktiv für Obdachlose und Langzeitarbeitslose einsetzte. Zunächst im KALZ, dem Kölner Arbeitslosenzentrum e.V., später dann als Mitarbeiter der LORE, dem Lobbyrestaurant für Obdachlose, und ab 2001 schließlich als Geschäftsführer vom Gulliver, der Überlebensstation für Obdachlose in Köln. Ohne Bernds unermüdliches Treiben würde es den VfGH nicht geben. Ohne Internet, nur über Briefe, Telefonate und unzählige Besuche brachte er es damals fertig, genügend germanisch orientierte Heiden zu sammeln, um im Jahre 1995 den VfGH gründen zu können. Er gab ihm den ersten inhaltlichen Rahmen und legte auch den Grundstock für die Ringhorn-Zeitschrift. Mit seinem organisatorischen und politischen Talent brachte er es in der schwierigen Zeit der öffentlichen Etablierung fertig, einen Verein germanischer Heiden zu gründen, der national wie international eine maßgebliche Größe in der deutschen Heidenszene einnimmt. Hier ein Bild von Bernd, dessen Konterfei damals die zweite Auflage des Buches Das heilige Fest von Fritz Steinbock zierte. Am 1. Juni 2017 fand Bernds Beerdigung statt. Sein Wunsch war, dass im Falle seines Ablebens die Bestattungszeremonie durch den VfGH gestaltet werden sollte. Da Bernd nicht nur Heide, sondern auch Biker war, wurde der Ablauf gemeinsam mit seinem Club koordiniert. Die Biker holten die Urne mit Bernds Asche am Kölner Krematorium ab. Die Urne wurde mit einem Beiwagen transportiert und in einem Konvoi fuhren etliche Motorräder noch einmal alle Orte in Köln ab, die Bernd so gemocht hatte. Über die Dörfer ging es dann zum Friedwald, nach Lohmar, wo schon weitere Teilnehmer warteten. Dort angekommen, wurde der Altar und die Zeremonie von allen drei bisherigen Ehwarten des VfGH vorbereitet und diese dann gemeinsam auch ausgeführt. Bernds Tochter Lena wurde in die Zeremonie integriert und sprach darüber, wie wichtig es sei, seine Wünsche und Träume auch umzusetzen und nicht damit zu warten, bis es zu spät ist. Der Platz wurde eingehegt, Götter, Ahnen und Landgeister zur Zeremonie eingeladen. In einer bewegenden Ansprache wurden Bernds Leistungen und Verdienste für das germanische Heidentum noch einmal ausdrücklich gelobt. Die Ehre, Bernds Urne in das ausgehobene Grab abzusenken, gebührte natürlich seiner Tochter. Anschließend sprachen alle Anwesenden
noch ihre letzten Abschiedsgrüße und einige Beigaben wurden dem Grab beigefügt. Zu guter Letzt tranken alle schweigend noch einmal den Mini auf Bernd und beendeten damit die eigentliche Zeremonie. Bernds Tochter wurde angeboten, die bestehende Ehrenmitgliedschaft ihres Vaters fortzuführen, was sie mit Freude annahm. Eine Geste, die Bernd sicherlich gefallen hätte. Leo Pinkerton wurde 1958 in Münster geboren und verbrachte ihre Kindheit und Jugend in einem kleinen Bauerndorf in Westfalen. Laut Markus Höber, ihrem langjährigen Gefährten, muss sie wohl ein taffes Mädchen gewesen sein. Liebevoll, verletzlich, anrührend, mit einer verstörenden Vergangenheit. Als sie 13 Jahre alt war, beschloss sie, Schriftstellerin zu werden. Nach dem Abitur zog Leo nach Frankfurt am Main, heiratete und bekam einen Sohn. Neben ihrer Familie und Arbeit widmete sie sich der Musik, dem Schreiben von Geschichten und Erzählungen für die Schublade, sowie der Herstellung kleiner Miniaturkunstwerke. Im Bestreben, die Sprache in der Kunst neu zu definieren, begann sie Bilder zu schreiben. Wortspiele wurden in die Dreidimensionalität erhoben. Eine Stilrichtung, die man dem Lettrismus zuordnet. Worte zum Anfassen, die den Betrachter berührten, da er sie nun real zu berühren vermochte. 2009 eröffnete sie in Rödelheim mit Leo Pinkertons Kunstkabinett ihre eigene Galerie. Damit ging für sie ein Lebenstraum in Erfüllung. Mit ihrem Kunstkabinett hatte sie sich zum Ziel gesetzt, Kunst aller Art möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen und sinnlich erfahrbarer werden zu lassen. Hierbei betrachtete sie sich selbst als Botschafterin. Schon 2011 kam leider wieder das Aus für ihre Galerie, die finanziell einfach nicht länger tragbar war. Ja, das Leben von Künstlern war und ist nicht einfach. Doch sie hat jetzt Markus an ihrer Seite, mit dem sie irgendwann zusammenziehen würde. Leos Liebe zu Kindern, ihre unschuldige, ja fast naive Art und Weise an das Gute zu glauben und zuweilen mit den Wesen der Anderswelt sprechen zu können, waren etwas Besonderes. Und sie hatte ein sehr feines Auge dafür, anderen Menschen mit winzigen Kleinigkeiten unglaubliche Freude zu bereiten. Ihre Krafttiere waren ein Wolf, ihr Shire Horse, eine Spinne und andere. Und sie hatte ihre eigene Trommel. Mit dieser begleitete sie Markus hin und wieder zu schamanischen Veranstaltungen. So wie im Juni im Jahre 2014, als die zweite Versammlung von Heiden auf dem Domplatz in Fritzlar erfolgte. Gemeinsam stand sie dort mit uns, um sich trommelnd dafür einzusetzen, dass uns Heiden wieder etwas mehr Gehör zuteil wird und etwas Heilung an diesem geschichtsträchtigen Ort geschehen durfte. Als die Versammlung geendet hatte, lief Leo an meiner Seite und begleitete mich mit anderen bis zum Fritzlarer Rathaus, an dem wir unsere Unterschriftenpetition einwarfen. Eine Bitte an das Magistrat nach einem Fleckchen Erde auf dem Domplatz. Jenem Ort, an dem die einstige Donaueiche gestanden hat und wo viele von uns gerne eine kleine Tafel zum Gedenken an unsere zwangschristianisierten Ahnen sehen würden. Nach dem Aus ihrer Galerie brauchte Leo nicht lange, um zurück auf die eigenen Beine zu fallen. Den Wandel als Chance begreifend, widmete sie sich ihrer alten Liebe, dem Schreiben.
Es entstanden der Roman Luftpost zwischen Tag und Nacht sowie das Kinderjugendbuch Der Magier aus dem Finsterwald. Zusammen mit weiteren Autoren ihres Verlages hielt sie diverse Lesungen. Die Resonanzen darauf ermutigten Leo, mit dem Schreiben weiter fortzufahren. Dieses Ziel sollte jedoch nicht mehr vergönnt sein. Ein plötzliches Blutgerinnsel im Gehirn vereitelte alle weiteren Pläne. Die Ärzte beschlossen, sie zunächst in ein künstliches Koma zu versetzen. Und das einer Frau, die niemals krank in einem Bett hatte liegen wollen. Daraus erwachen sollte sie nicht mehr. Nach über 15 Monaten der absoluten Unbeweglichkeit und ohne ein Anzeichen von Besserung entstieg Leo im Beisein ihres geliebten Markus am Morgen des 11. Mai 2017 um 4.20 Uhr ihrem leiblichen Fenster und entschwand unserer Welt. Sie entschlief friedlich und sanft zum ersten Vogelgesang des Tages. Und alle waren sich einig, dass es eine Erlösung für sie war. Leo ging auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, voller Schönheit und Liebe. Sie war ein Mensch, der, Zitat Grönemeyer, den Raum mit Sonne geflutet hat. Viele werden dich vermissen. Zuletzt noch eines von Leos Lieblingsliedern. Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren. Und später sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein. Für mich soll's rote sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom alten Neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Ich will. Bone by bone, I honor you. Bone by bone.